Ja, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir hier einen neuen Interviewgast dazu geholt, und zwar den lieben Sergej Dubovic. Und wie du schon anhand seiner Mütze sehen kannst, er ist Geschäftsführer von CopeCard und für mich ein absolut geisteskranker Durchstarter. Er ist nämlich erst seit 2017 beschäftigt er sich mit dem Thema Online-Business, Online-Marketing in der Welt, in der wir alle unterwegs sind. Und in der Zeit hat er es schon eigentlich nach ganz oben in der Marketing-Nahrungskette in Deutschland geschafft. Nicht nur in Deutschland, denke ich, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und wir quetschen ihn ein bisschen aus, was hat er gemacht, wie hat er es geschafft, wie denkt er überhaupt? Lernen ihn ein bisschen besser kennen und was du davon lernen kannst, wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Mit wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Schon über 100, ne? Noch nicht, noch Noch nicht, noch nicht. nicht. Genau. Aber wir bewegen uns auf jeden Fall auf die 100 zu, Step by Step, definitiv. Okay, perfekt. Das ist auf jeden Fall richtig geil, auch zu sehen, wie kann man eigentlich eine Softwarefirma, weil die meisten denken, ja, Softwarefirmen sind total langweilig, wie kann man die so aufbauen, dass sie auf einmal Sexappeal kriegen und dass auf einmal alle Leute irgendwie da so einen Hype drumherum bauen und denken, wow, das ist richtig geil und das in ihr Leben implementieren. Auf all diese Dinge gehen wir ein, ganz Freestyle hier, und in dem Sinne würde ich sagen, Sergej, die erste Sache, die mich interessiert, ist, was hast du gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast, beziehungsweise selbstständig warst? Ja, nice, cool. Auf jeden Fall bin ich happy, hier dabei zu sein heute. Danke, danke, danke dafür. Und ja, was habe ich vorher gemacht? Was habe ich vorher gemacht? Ich bin den ganz klassischen Weg gegangen. Also Schule, Studium, in dem Fall bei mir war es ein duales Studium, habe in Informatik studiert, Software-Ingenieur mit dem Schwerpunkt, habe dann meinen Bachelor abgeschlossen, parallel die duale Ausbildung zum Software-Informatiker für Anwendungsentwicklung und war dann erstmal ein paar Jahre im Konzernumfeld tätig. Also selber war ich Software-Ingenieur, also viel auch programmiert. Im Hintergrund war ich tätig im Java-Bereich, falls jemandem was sagt, für Enterprise-Anwendungen. Also war eigentlich ziemlich, ziemlich klassisch orientiert und wollte sehr, sehr lange auch in dem Bereich eigentlich bleiben und wollte so die Konzernkarriere gehen, bevor ich dann hingekommen bin, wo ich heute sitze, ja. Geil. Wo ist der Mindshift entstanden, so dass du gesagt hast, okay, doch nicht Konzern, sondern ich gehe jetzt hier in den Weg, wo ich, sage ich mal, Einzelkämpfern und die größer werden wollen, helfe. Ja. In erster Linie, der Sprung lag in der Langeweile. Also vor allem, wenn du in dem Konzernumfeld bist, kommst du irgendwann so an einen Punkt, da fängt sich an, das Ganze an zu wiederholen. Ja, also du kommst dann von einer Excel-Tabelle zur nächsten Excel-Tabelle und selbst wenn du dann andere Tätigkeiten machst, auch im Bereich des Managements, es wechselt sich nicht viel, außer dass du dann andere Reports aufnimmst und dann an andere Personen reportest. Also du bist einfach so ein Zahnrad, wie man das so schön sagt, in einem System. Und dann wirst du einfach zu einem größeren Zahnrad. Aber fungierst halt mit sehr, sehr, sehr wenig Freiheit. Also klare Okay. Vorgaben, alles sehr strikt. Die Kreativität wird dann vor allem dann immer zweitrangig. Arbeiten nach Vorschrift etc. Und da war es mir dann langweilig. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, mach mal den Switch. Und unter anderem bin ich dann in die Marketing-Schiene gekommen. Genau. Sehr geil. Dann. Bevor wir da weiter anknüpfen, jetzt eigentlich die mega spannende Frage: Wie sorgst du dafür, dass dein Mitarbeiter nicht langweilig wird und sie das Gefühl haben, dass sie gerade einfach nur, sage ich mal, eine Figur in einem Zahnrad sind? Ich denke mal, das Allerwichtigste für die Mitarbeiter ist eine ganz klare Vision. Also, wohin bewegt sich das Unternehmen, in dem ich gerade sitze? Und ist die Richtung, in welche sich das Unternehmen bewegt, auch etwas, was mich persönlich erfüllt? Ja, das ist super, super, super wichtig. Also unter anderem ist das auch ein Bereich, auf den ich sehr, sehr viel Wert lege bei der Auswahl von Partnern, von Mitarbeitern, von Vertriebspartnern. Ja, entspricht meine Vision deren Vision? Da hast du einmal einen Mitarbeiter drin, der quasi seinen persönlichen Werdegang mit dir zusammengehen kann. Dann hast du schon mal den richtigen Mitarbeiter. Und am Ende baue ich ein System auf, wo der Mitarbeiter seinen persönlichen Zielen gemeinsam mit mir an seiner Seite einfach noch schneller näher kommen kann. Ich vergleiche das quasi so ein bisschen. Jemand sitzt im Sandkasten, er spielt da mit Sand und kleinen Spielzeugbaggern. Und da kommst du mit einem echten Bagger vorbei und 10 Tonnen Stahlträger und sagst, hey, das, was du da im Sandkasten machst, sieht ganz geil aus. Wie wär's, wenn du jetzt hier auf den Bagger gehst und da mit echten Stahlträgern arbeitest? Ja, und dann nimmst du den Mitarbeiter mit auf eine Reise, die er eh gehen will, mit allen Ressourcen, die er braucht, mit allen Kontakten, die er braucht, mit allen Skills, die er braucht. Und dann nimmst du ihn quasi Step by Step mit. Und stellst du auch sicher natürlich, dass er auch langfristig mit dir an der Seite bleibt. Sehr Und da geil, wird auch cool. niemand langweilig, ja, weil er macht Ja. das, was er auch generell selber machen möchte.
Definitiv, das ist auf jeden Fall sehr cool. Recruiting ist sowieso ein mega spannendes Thema. Vielleicht kommen wir dazu im Laufe der Folge nochmal, um wieder daran anzuknüpfen. Okay, du hast also dann für dich festgestellt, gut, du hast Lust, dich neu zu erkunden, neue Dinge zu machen, flexibler zu sein, mehr Herausforderungen, mehr Aufgaben, mehr Selbstständigkeit auch einfach, weil du dich nicht erfüllt gefühlt hast. Was ist dann passiert? Also, was hast du dann gemacht? Na, ehrlich gesagt habe ich ein Jahr lang fast gar nichts gemacht gehabt. Ich hatte so einen kurzen Umbruch. Da habe ich ein bisschen geschaut, ja, was passiert gerade in der Welt. Und dann wurde das Thema Online-Marketing quasi immer mehr publik. Es gab immer mehr Gesichter. Und ich bin damals irgendwann dann auf den Chris Stellius aufmerksam geworden. Und dann habe ich geschaut, okay, es gibt neben Chris auch weitere Leute, die sehr erfolgreich sind in sehr jungen Jahren. Da war Chris noch jünger als jetzt. Und ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wie kann man in dem jungen Alter so viel Geld verdienen. Ja, damals war ja der Hänger so zum Beispiel ein Lamborghini. Da ist jemand, der ist Anfang 20 und fährt mit Lamborghini und ist selbstständig, arbeitet nirgendwo und hat keine reichen Eltern. Und da war mir immer die Frage, was machen die und wie kann das funktionieren? Vor allem, wenn du einmal so getrimmt warst, die richtige Karriere ist ja quasi im Konzern, wie ein großes Unternehmen, du bist erfolgreich. Und dann hast du Leute links neben dir, die du irgendwo im Internet siehst, die haben keinen Abschluss teilweise, sind noch jünger als du, machen noch mehr Kohle und leben auch den Style. Der Nachweis, dass sie auch wirklich das Geld verdienen. Und das war so ein bisschen bei mir mein Aha-Moment. Und dann habe ich gesagt, okay, den Typen will ich jetzt mal kennenlernen. Und habe damals einfach direkt in dem Fall Chris Stellius geschrieben gehabt. Damals noch über Snapchat. Da war nicht mal Instagram so aktiv wie heute. Da gab es noch gar keine Insta-Stories und Co. Da gab es Snapchat und wir haben uns über Snapchat kennengelernt. Und so kam ich dann zu Chris. Das hat dann ganz gut gefunkt. Wir haben dann direkt angefangen, gemeinsam zusammenzuarbeiten und haben dann ein Projekt nach dem anderen gemeinsam gemacht. Und das war dann mein Einstieg in diese ganze Szene. Einfach aus dem Interesse her. Ja. Was machen die Leute? Anders vor allem. Ne? Wie kann man so erfolgreich sein, in Anführungszeichen? Im jungen Alter, was andere eigentlich so ihr Leben lang anstreben und nicht erreichen. Ja. Das heißt also tatsächlich, das war, also Chris war dann, sage ich mal, dein Katalysator, dein allererster, sage ich mal, in dieser Welt. Und wie hast du es geschafft, sage ich mal, also war das ihm einfach geschrieben, wie bist denn du so reich geworden? Er so, er guckt dir mal das Webinar an und du so, geil, ich will für dich arbeiten. Und er so, ja, machen wir. Oder wie lief das? Ja. Plus minus ähnlich ist abgelaufen. Ich habe ihn längere Zeit verfolgt. Damals hat er seinen YouTube-Kanal irgendwie auch mit 2000 Follower oder so. Das war ganz zu Beginn. Und wir haben geschaut, wie könnte ich mit ihm zusammenarbeiten? Und irgendwann kam die Gelegenheit, der hat nach einem Techniker gesucht. Und dachte mir, okay, Technik kann ich. Er hat 4 Jahre IT studiert, war mehrere Jahre im Konzern, das kriege ich schon hin. Und habe mich eigentlich nur auf die Position Techniker beworben, über Snapchat damals. Und dann bin ich dann zurück. Dann bin ich nach Berlin, genau so war das. Einmal aus ihm nach Berlin, man hat sich persönlich kennengelernt und dann meinte er, ja, du bist auch gar nicht so wirklich der Techniker. Ich meine, nee, eigentlich nicht. Ja, aber ich fand es interessant. Wenn es sein muss, mache ich die Arbeit, definitiv. Und dann kann man weiterschauen, wie kann man noch zueinander finden. Und so kamen wir in das Gespräch, genau. Dann habe ich dann angefangen, bei ihm quasi direkt aus erster Hand Funnel-Technologien zu lernen. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, was ist warmer Traffic, was ist kalter Traffic, was ist ein Funnel vor 3 Jahren. War ich komplett bei Null. Und genau, wie du es ja selber meintest, so Chris Stellius war in dem Zusammenhang wirklich so mein Sprungbrett in die Online-Marketing-Welt. Und da er sehr erfahren war und wir einfach Tag und Nacht unterwegs waren gemeinsam, konnte ich aus erster Hand sehr, sehr vieles lernen. Ja. Und bis dahin, Fun Fact, ich war auch in keinem Webinar von Chris. Ich habe das ganze Ding dann nicht verstanden. Ich hatte ihn bei Snapchat und bei YouTube und fand ich toll, was da passiert. Bin einfach quasi komplett kopfüber reingesprungen, genau. Geil, cool. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt, dass du dann im Prinzip deinen eigenen Weg gegangen bist? Das heißt, du hast gerade gesagt, da war dann ein Sprungbrett, ne? Wo hat dich das Sprungbrett hingeführt? Weil, also, wie habe ich es von außen gesehen? Ich habe das ja von außen so ein bisschen beobachtet. Ja, du warst für mich jetzt noch kein Name in dem Sinn, aber Chris hat man natürlich verfolgt. Genau, und dann kam es dann aber häufiger dazu, okay, na, Business Marketer habt ihr, glaube ich, zusammen gelauncht oder so. Das sollte dann das erste Programm werden. Da habe ich dann zum ersten Mal von Patrick, also meinem Freund und Geschäftspartner, gehört, hey, da ist ein Typ, Mann, der ist zwar voll introvertiert, aber der hat es voll drauf. Der ist fucking smart und so, der weiß Bescheid. Okay, alles klar. Ich fange nochmal bei dem Patrick-Thema an. Ja.
Auf jeden Fall später habe ich dann über meinen guten Freund und Geschäftspartner, den Patrick Windolf, erfahren, hey, da ist jemand, ne, der ist im Hintergrund bei Chris und so weiter, der zieht da die Fäden, der unterstützt den, so der ist seine rechte Hand geworden, der ist richtig schlau, habe den in Dubai kennengelernt, voll das geile Gespräch gewesen, ist aber ein bisschen introvertiert, erinnert mich fast schon so ein bisschen an den Raoul, ja, also Raoul Picada. Und dann später, immer wieder, wenn ich, wenn Patrick war ja häufiger in Dubai, da hat er sich ja immer häufiger mit dir getroffen, mal häufiger mit dem Raoul und so weiter, dann hat er immer wieder mal erzählt, dass du jetzt nichts mehr für Chris machst, dass du jetzt mit Raoul bist und so weiter, dass du dort dann dementsprechend jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger seine rechte Hand bist. Das war so die Wahrnehmung dahinter, ne? Und da bist du wieder verschwunden, so ein bisschen von der Bildfläche. Und dann warst du auf einmal CEO von Copecard. Und dann meinte Patrick so, Alter, jetzt geht's ab mit Copecard. Jetzt wirst du sehen, jetzt geht's richtig ab. Und der hat dich immer so gehypt und ich so, ich kenne den Typen nicht, keine Ahnung, was er macht, aber irgendwas wird er schon richtig gemacht haben, wenn er sich innerhalb von 1 bis 2 Jahren, sage ich mal, ganz nach oben in die, sage ich mal, Online-Marketing-Nahrungskette nach oben gekämpft hat, zur rechten Hand von, sage ich mal, den Leuten, die, sage ich mal, mit am meisten Umsatz schieben hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und deshalb ist das so spannend für mich zu erfahren, wie hast du das gemacht, Mann? Am Ende, du musst halt gucken, wie kannst du jemandem am besten helfen. Ja, und ich mache genau das eigentlich schon mein Leben lang. Also ich habe immer wirklich ernsthaftes, tiefes Interesse dabei, der Person gegenüber zu helfen. Und hatte auch früher so als kleines Kind dieses, ja, wie ist es, Helfsyndrom? Helfsyndrom? Helfer-Syndrom, ja. Helfersyndrom, genau. Ich war auch so in der Kategorie. Ich habe da mal daraus jetzt langfristig ein sehr gutes Business gemacht irgendwo. Also das heißt, wenn jemand gegenüber mir sitzt, dann will ich wirklich wissen, so, wo drückt der Schuh, ja, und wie kann ich helfen? Und das ist auch immer ganz, ganz häufig der Einstieg bei mir in die ganzen Business, wo ich mittlerweile aktiv bin. Also ich sitze im ersten Gespräch, ich lerne ein bisschen die Person kennen, welche Person interessant finde und das Business dahinter. Dann frage ich euch ganz genau nach, wo drückt der Schuh? Ja, und viele wollen eigentlich nicht über die Probleme sprechen. Ist komisch, ne? Wenn du jemanden gerade triffst und dann fragt jemand direkt, ja, wo hast du Probleme? Was läuft bei dir nicht gut? Fühlt man sich dann komisch. Und dann habe ich halt einfach einen guten Weg gefunden, wie ich doch die Person gegenüber ziemlich schnell dazu bringen kann, dass sie über ihre Probleme offen und proaktiv sprechen kann. Und ich kam dann irgendwann auf die Phrase, einfach zu fragen, ja, wo ist denn gerade dein Bottleneck in deinem Unternehmen? Und das Tolle an dieser Frage ist, die kannst du immer stellen. Ja, meistens lernst du jemanden kennen, dann erzählt er, wie gut alles läuft, wie alles wächst, er hat 10 neue Mitarbeiter, neuen Rekordumsatz, irgendwie neue Präsenz im Markt, etc. Sagst du, geil, super geiler Typ bist du. Als im Hinblick jetzt auf die weitere Skalierung, was hält dich gerade ab, quasi noch mehr Umsatz zu machen, noch mehr Mitarbeiter einzustellen, wo ist gerade dein Bottleneck? Ja, und damit stellst du die Person halt in ein sehr tolles Licht. Du lobst sie für das, was sie geschafft hat und kriegst gleichzeitig heraus, ja, wo ist denn gerade das Bottleneck bei ihm in dem Prozess. Und dann reden die auch sehr gerne offen darüber. Die sagen, ja, ich bin voll zufrieden, aber weißt du, du hast schon recht. Wenn dies und das, könnte ich noch schneller wachsen. Und danach schaue ich ganz genau, ja, bin ich die richtige Person, um dies und das zu lösen. Und in der Regel habe ich festgestellt, vor allem in der Online-Marketing-Welt, in der Trainer-, Speaker-, Berater-, Coaching-Welt, ist immer das gleiche Problem. Und das ist System und Struktur. Sehr, sehr viele von ganz, ganz großen, wenn man jetzt von ganz, ganz großen Brands spricht, sind da, wo die heute sind, weil die einfach die ersten waren, die diese Technologie Online-Marketing genutzt haben. Ja, die haben diesen riesen Hebel für sich gefunden, den eingesetzt und sind super krass sichtbar geworden, haben super krass skaliert. Also die Struktur dahinter in den Unternehmen, ja, ist nicht mitgewachsen. Und sowas unter anderem auch bei Chris. Ich habe dann immer meinen Fokus dort darauf gelegt, quasi genau das Backend aufzubauen. Also die interne Unternehmensstruktur. Da hatte man nach außen immer das Gesicht und ich habe dann immer intern aufgeräumt. Also bildlich gesprochen, du gehst rein und das Zimmer ist super, super dreckig. Da kann man auch sagen, hey, ich kaufe mir ein neues Zimmer. Oder B, was ich gerne mache, ist, ich gehe rein, ich räume das Zimmer dann auf. Ja, die Hälfte schmeiße ich weg, die andere Hälfte räume ich auf, kaufe ein Viertel dazu, schaffe das perfekte Zimmer und setze dann eine Reinigungskraft rein. Sozusagen dann einen Manager. Dann sage ich, hey, lieber Manager, guck mal, das Zimmer sieht so aus und sorg bitte einfach dafür, dass das Zimmer, falls was verschoben wird oder runterfällt oder kaputt geht, wieder genauso ausschaut. Und das ist genau der Prozess, den ich selber anwende. Ich war dann weniger ein Brand, weniger der Marketer, weniger der Vertriebler, aber sehr, sehr stark in allen Prozessen involviert, bei Marketing-Brands, Vertriebsbrands, Online-Marketing-Brands allgemein.
und konnte dadurch immer sofort von der jeweiligen Person eins zu eins lernen. Und dann kam irgendwann eins zu eins, dass ich eigentlich jetzt nach außen als Marketing- und Vertriebsexperte wahrgenommen werde, was ich selber eigentlich gar nicht bin. Also meine tiefste Stärke liegt mehr in Strukturen und Systemen und der Rest kam einfach als Nebeneffekt durch die ganzen Projekte, die ich gemacht habe. Geil, cool. Und war das bei dir schon immer so, dass du einfach ein super schneller Lerner warst? Weil offensichtlich hast du ja in einer super kurzen Zeit einfach eine ganze Menge Neues dazulernen müssen, verstehen müssen und das dann auch entsprechend umsetzen müssen, damit es zu diesen Resultaten und dieser Resonanz kommt in dem Sinne. Ja? Oder war das etwas, was du dir auch erst mit der Zeit beigebracht hast? Ich hab schon immer alles, was ich nicht kannte, alles, was neu war, als Challenge gesehen. Na, viele haben Angst davor, oh, das ist was Neues, ich traue mich nicht rein oder ich gehe da mal zurück oder ich mache das vielleicht überhaupt gar nicht mehr. Und bei mir immer, wenn ich was Neues bekomme, will ich mal wissen, was ist das? Wie funktioniert das? Wenn es sehr komplex ist, denke ich mir, okay, wie kann ich das herunterbrechen? Und ich nehme immer komplexe Bausteine und alles, was für dich neu ist, ist immer komplex. Das ist quasi eine schwarze Box, du weißt überhaupt gar nicht drin, weiß gar nicht, was drin ist. Und dann schaue ich, wie kann ich das Ganze auseinanderbauen in kleinere Bestandteile, sodass ich quasi einzelne Steps füreinander verstehe. Und so gehe ich immer an alles ran. So war das in dem Vertrieb. Zum Beispiel, hey, baue mal ein Vertriebsteam auf. Dachte mir, keine Ahnung, was das heißt. Und dann habe ich geschaut, woraus besteht denn ein Vertrieb eigentlich? Habe das in die einzelnen Bestandteile runtergebrochen und dann habe ich verstanden, okay, das ist der Vertrieb. Und habe dann immer ein System aufgesetzt, dass der Vertrieb funktioniert in den einzelnen Bausteinen für sich selbst. Und so war es auch mit Online-Marketing. Ne, was ist Online-Marketing? Keine Ahnung. Aha, da gibt es kalten Traffic, was ist das? Da gibt es warmen Traffic, okay, was ist das? Da gibt es ein Backend, okay, was ist das? Da gibt es ein Frontend, okay, was ist das? Und alles für sich selbst ist super verständlich. Super, super einfach. Und wenn du es immer noch nicht verstehst, dann heißt es einfach nur, du musst es nochmal einen Grad herunterbrechen. Immer noch nicht klar, brich es nochmal herunter. Und über diesen Weg kann eigentlich wirklich jeder alles lernen. Genau. Sehr Ich geil. bin immer primär im Autodidakt. Also, ich schaue immer, was ist das? Wie kann ich es runterbrechen? Okay, nochmal, 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 bis es sitzt. Sehr cool. Wenn du diese Reise, die du jetzt, sage ich mal, hinter dir gebracht hast, du hast ja tatsächlich in 3 Jahren wahrscheinlich mehr erlebt, als ganz viele Leute in einem ängstlichen Mindset in 10 oder 20 Jahren erleben, tatsächlich. Also geht es mir zumindest auch ganz oft, wo ich mir manchmal denke, ich komme mir schon so vor, als ob ich das 10 Jahre mache, obwohl es erst 4, 5 sind, tatsächlich so Ja. Vollzeit. Was waren so die größten Meilensteine für dich, positiv wie negativ in dieser Zeit einfach? Oder Entwicklungspunkte, die so sehr entscheidend waren, über die du häufiger nachdenkst, häufiger sprichst, wo du die meiste Emotion auch zu verspürst. Ich würde das nicht jetzt unbedingt als größten Stein im Weg quasi definieren. Aber das, was einen wirklich am meisten abhält, sind einfach deine Umstände. Quasi vor allem auch, mit wem verbringst du viel Zeit und hörst du darauf, was sie dir sagen, ja oder nein. In dem Sinne, was ich damit sagen will, was ich gelernt habe, vor allem ist, du sollst einfach niemals aufgeben. Wenn du etwas vorhast, ja, und du bist davon fest überzeugt, dass das das Richtige für dich ist, bleib dran, egal was die anderen sagen. Also, ich hatte super, super viele Stimmen gegen mich. Ja, vor allem, wenn du auch zum Beispiel aus dem Konzernumfeld sagst, aber euch geht's, ciao. Ja, was denkt die Familie zum Beispiel darüber? Ne? Also, meine Eltern haben gesagt, mach das nicht, das ist falsch. Mein Bruder hat gesagt, mach das nicht, das ist falsch. Damals meine Mentoren in der Firma haben gesagt, nee, was machst du da, das ist eine geile Karriere im Konzern, das ist falsch, was du da vorhast. Meine Großeltern, alle gegen diese Entscheidung. Und ich dachte so, nee, ich bin hier nicht glücklich, ich mache das weiter. Ich mache das, was ich vorhabe, egal ob ihr sagt, das ist falsch oder das funktioniert nicht. Vor allem, wenn du anfängst, groß zu träumen, sagen alle so mit einem kleinen Lächeln, ja, okay, mach mal, aber das funktioniert ja eh nicht. Und was ich gelernt habe, ist, wenn jemand sagt zu dir, das geht nicht, dann projiziert er quasi einfach seine Ansicht auf dich. Wenn er sagt, das funktioniert nicht, dann heißt es einfach nur, das funktioniert für deinen Gegenüber gerade nicht. Also er ist gerade gar nicht in der Lage zu verstehen, dass es doch Möglichkeiten gibt, das zu realisieren. Und wenn du viele Leute quasi um dich herum hast, die sagen, das funktioniert nicht, übertragen dir quasi jedes Mal sich selber in dich. Und die Frage ist irgendwann, gibst du nach und nimmst deren Realität an oder bleibst du bei deiner? Ja, weil wenn du sagst, das geht nicht, das ist dann meine Realität oder deine. Ja, wir können ja verschiedene Meinungen sein. Und das ist das, was ich gelernt habe. Also einfach wirklich standfest zu bleiben. Und wenn jemand sagt, das funktioniert nicht, das ist einfach seine Realität und nicht meine eigene. Aber wirklich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und das ging eigentlich jedes Mal, war das gleich. Das wird sich auch nicht ändern.
Ja, vor allem die Familie liebt einen, die Familie macht sich Sorgen und auch in der letzte Zug war es das Gleiche. Was machst du da? Du bist auf Top im Brandbuilding und hast da tolle Projekte, wie so ein neues Projekt. Obwohl man den Weg schon mehrfach erfolgreich gegangen ist, sagen die immer noch, das funktioniert nicht, das nächste funktioniert nicht, das nächste funktioniert nicht. Und das ist ein super, super würdes Verhalten von deinem Umfeld. Es will dich zwar am Ende nur schützen, aber wenn du nicht standfest bleibst quasi und deinen Träumen glaubst, an dich festkreist, brichst du irgendwann ein. Und das Wichtigste ist, du sollst niemals einbrechen. Schon spannend. Also unterhältst du dich viel mit deinen Eltern über dein Geschäftsleben und so weiter? Also Geschäftsleben hört sich ja falsch an, weil eigentlich ist es ja dein Leben. Geht mir ja ähnlich. Eigentlich wir leben den Film ja voll. Das ist ja unser Leben Tag ein, Tag aus. Erzählst du denen wirklich so super konkret, was du machst, wie das läuft und mit wem du zusammenarbeitest und was für Umsätze ihr macht und hier und da, sodass sie dann dementsprechend sagen, oh nee, du machst jetzt schon wieder was Neues, bist du blöd? Oder wie kommt der Kontext, dass die sagen, hey, warum startest du wieder was Neues so in dem Sinne? Weil wenn ich über die Konversation mit meinen Eltern nachdenke, dann ja, nee, erzähl du erstmal. Ja. Ich gehe nie in die Tiefe. Also wenn du zum Beispiel meine Mama fragen würdest, was macht Sergej, sagt sie, Sergej macht irgendwas mit Computern. Also sie hat gar kein tiefes Verständnis davon, was ich konkret mache. Also ich komme selber aus ganz einfachen Familienverhältnissen. Wir sind ja auch relativ spät, in Anführungszeichen, nach Deutschland gezogen. Bin selber aufgewachsen in Kasachstan, kam dann mit 7 nach Deutschland und dementsprechend verstehen meine Eltern auch gar nicht, was es für Möglichkeiten da draußen gibt. Die leben in ihrer eigenen kleinen Blase. Mein Vater arbeitet in der Logistik und meine Mom ist zu Hause und das ist für die überhaupt gar nicht greifbar. Und wenn ich dann da ankommen würde mit hier, guck mal, Millionen Umsätze, das sind die Brands, da fehlt das Verständnis. Das ist für die einfach gar nicht greifbar, weil es so weit weg ist. Ja. Sprich, wir reden darüber, klar, dass es eine tolle Karriere ist, aber am Ende ist es nicht greifbar und demnach dann am Ende nicht nachvollziehbar irgendwie. Ja, machst du es für die manchmal greifbarer in dem Sinne, dass du vielleicht mal irgendwann angefangen hast, so zu Weihnachten irgendwie mal ein größeres Geschenk mitzubringen oder zu sagen, hey, lasst uns mal irgendwie einen coolen Urlaub machen, so ich bezahle den jetzt oder dass du das gemacht hast und die dann so, boah, wie kommt denn das jetzt, ne? Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also Familie ist für mich das A und O. Das ist immer ganz groß geschrieben und die müssen sich auf keinen Fall Sorgen machen. Ob heute, ob später, ob in der Rente. Meine Familie ist da komplett abgesichert und das ist mir auch ganz wichtig. Das ist immer die Prio 1. Größere Geschenke gab es auch definitiv. Wir kriegen mal Reisen gesponsert oder falls wir was fürs Zuhause brauchen, kriegen sie auch gesponsert und etc. Ja, bis hin zu ja, mein letzter Traum war es halt immer, ein Auto zu haben, ein neues. Dann hat er das neue Auto letztens bekommen. Ja, alles dabei gewesen. Hat gut gepasst. Mein Dad wurde 50 und jetzt hat ein Auto bekommen. Das wird er noch in der Rente fahren, bin ich mir ziemlich sicher. Sehr geil, Mann. Das feiere ich hart auf jeden Fall. Ich hab echt noch voll viele spannende Fragen. Eine Frage, die mich halt mega interessiert, ist ja dadurch, dass du ja im Prinzip, wenn wir, also bis. Naja, wie soll ich die Frage stellen, ohne dass sie zu kompliziert ist? Eigentlich sind es zwei Fragen. Machen wir die erste einfache Frage. Du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit Copecard als Geschäftsführer und so weiter. Und wenn ich mir das angucke, dann ist zwar die Positionierung, ne, in 2 Minuten Produkte erstellen und direkt verkaufen können. Das Versprechen haltet dir, weil du kommst rein, erstellst ein Produkt, das ist ja wirklich eigentlich 30 Sekunden, dann ist es erstellt. Dass das natürlich nicht alles ist, dass man noch hier und da was braucht und es mehr als 2 Minuten braucht, ist ein anderes Seminar. Aber dass du tatsächlich von der Positionierung her könntest du ja sagen, eigentlich jeder, der online was abwickeln möchte, kann es über uns machen. So, Stripe-mäßig, sage ich mal, bloß in geil auf Steroiden einfach. So. Aber aktuell befindet ihr euch ja noch in dieser Online-Marketing-Coaches, Berater, Trainer-Blase. Ich nenne sie jetzt Blase mal bewusst, weil es wird ja noch viel größer. An sich sind wir ja eigentlich gerade noch so eine kleine Community, von der wir denken, dass sie riesig ist, aber eigentlich ist sie klein. So, wohin, also arbeitet ihr schon daran zu sagen, okay, wir wollen noch viel größer werden, noch mehr erreichen, noch mehr reinholen, keine Ahnung, dass irgendwelche Tante-Emma-Läden auf einmal Copecard nutzen so oder dass irgendwie riesige Brands wie whoever über uns abrechnet? Oder sagst du, nee, wir wollen in dieser Blase, die immer größer wird, halt bleiben und die Bottlenecks von genau diesen Leuten lösen? Weil ja auch das komplette Support-System von euch und das Dashboard und so ja darauf ausgerichtet ist, eigentlich so Leuten wie mir, die von zu Hause aus halt Geld im Internet verdienen wollen, zu helfen. So.
Ja, das ist richtig. Also die Wurzel von Copecard liegt in der Online-Welt, definitiv. Aber unsere Vision, unser Hauptziel ist es, generell den Verkauf zu revolutionieren. Das heißt, jeder, egal was er vorhat zu verkaufen, jeder, der verkaufen möchte, für den soll Copecard auf jeden Fall der richtige Weg sein. Und darauf fokussieren wir uns. Also wenn man Copecards Geschichte anschaut, zu Beginn konnte man nur Online-Produkte verkaufen, generell. Also Online-Seminare, PDFs, ja, irgendwie E-Books, Audiobooks, Zugänge zu Mitgliederbereichen etc. Das war die Wurzel von Copecard. Später nahmen wir Events dazu. Da konnte man seine Online-Produkte plus seine Events abbilden. Später konnte man Bücher über Copecard verkaufen im nächsten Step. Und mittlerweile kannst du selbst Serviceleistungen, also Dienstleistungen über Copecard verkaufen. Sprich, wenn du Coach, Trainer, Berater bist in der Online-Welt, dann ist Copecard auf jeden Fall das richtige Werkzeug für dich. Aber selbst wenn du dann der klassische Consultant bist, der klassische Berater und zum Beispiel selbst irgendwie Stundensätze verkaufst, das bildet mittlerweile auch ab bei Copecard. Also das Ziel ist halt wirklich zu schauen, wie können wir vor allem kleinere Unternehmen und Selbstständige an die Hand nehmen, dass sie nicht diesen gesamten buchhalterischen Aufwand haben. Also zu Beginn, jeder, der selbstständig geworden ist, der hat irgendwo eine geile Idee gehabt, also ein sehr cooles Produkt und wollte damit dann möglichst viele Menschen bewegen. Dann fängt er seine Selbstständigkeit an und merkt irgendwann, jo, wahrscheinlich ist es bei dir genauso, da kommt die Buchhaltung dazu, die Rechnungen müssen stimmen, die Versteuerung muss stimmen, das Backoffice muss stimmen, was mache ich mit Retouren, mit Rückgaben, was mache ich, wenn eine Rechnung nicht gezahlt wird, obwohl ich meine Leistung delivered habe. Und dann verlierst du den Fokus von dem, dass du ein cooles Produkt hast und damit Menschen erreichst, dahin, dass du dann Bürokratie machen musst. Zu Beginn ist es eine Stunde, dann werden es zwei, dann werden es 3 Stunden. Das ist einfach die Zeit, die dir dann irgendwo fehlt. Und nicht nur die Zeit, sondern auch die Energie. Er sich dann irgendwie mit Telefonaten irgendwie, muss er dann den Tag verbringen, muss dann nachtelefonieren, dass die Rechnung bezahlt wird oder dann den Kassopartner dazu schalten, dann die Bürokratie machen oder einen Mitarbeiter einstellen. Das hat alles sehr, sehr viel Energie. Und mit Copecard an eurer Seite, da bekommst du ja quasi direkt alles aus erster Hand. Du musst nur noch dein Produkt verkaufen und das war's. Um den Rest kümmern wir uns. Ja? Wir holen dann das Geld für dich ein. Falls eine Rechnung ausfällt, telefonieren wir nach. Falls ein Rate ausfällt, gehen wir mit dem Klienten in Kontakt für dich und vieles, vieles mehr. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall echt krass. Also ich habe jetzt meinen Steuerberater gewechselt im Prinzip, ja, weil das Business ist größer geworden, unter anderem auch mit eurer Hilfe einfach, weil man diesen ganzen buchhalterischen Kram nicht mehr braucht. So dementsprechend entstehen jetzt ganz andere Firmenkonstrukte einfach auch, dementsprechend neuer Steuerberater und dann er so, ja, wie rechnest du denn ab? Und hier und da kurz Copecard erklärt und er sagt, nee, das kann nicht sein. Sag ich, doch, doch. Die sind der Verkäufer, die stehen da vorne dran, ich kriege meine Gutschrift fertig, also die sind doch blöd. Nein, nein, die gehen doch da nicht in die Haftung, das machen die doch nicht so. Ne? Und hier und da, der hat echt mit mir rumdiskutiert, ich so, ey, lies dir doch einfach die AGBs durch, Mann, das ist halt so. Und dann ey, nach einer Woche, wo er sich dann damit beschäftigt hat, hat er gesagt, okay, gut, ich habe es jetzt verstanden, krasser Service, so, ich werde vielleicht darüber auch abrechnen. Das war so lustig. Ja, das ist auch genau diese Lücke, die wir schließen wollen. Ja? Bei vielen, es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Leute erreichen. Die Hauptherausforderung gerade ist überhaupt diese Awareness. Ja, was ist denn das deutsche Wort für Awareness? Bewusstsein. Das Bewusstsein überhaupt in den Leuten zu entwickeln. Den Leuten ist es auch gar nicht bewusst, dass es solche Services gibt, die wir mit Copecard anbieten. Ja? Simpel gesagt, Copecard ist quasi wie ein digitales Mediamarkt. Ja, du kannst in den Mediamarkt gehen, da hast du Geräte von Apple, von LG, von Samsung, dann holst du dir deinen Warenkorb zusammen, gehst zur Kasse und bezahlst einfach nur beim Mediamarkt. Und dann kriegst du eine Mediamarktrechnung mit Apple-Produkten, Samsung-Produkten etc. Und dann, das ist für die Menschen normal. Und das ist auch Copecard. Du gehst zu Copecard und dann kaufst du was von Nick, da von Dirk, da von XYZ und kriegst am Ende einfach eine Rechnung von Copecard. Ja, du musst nicht jedem Einzelnen irgendwas überweisen und hinterherlaufen und so funktionieren wir. Ja, wenn man das so über diesen Weg geht, dann verstehen das viele. Und nach außen hin, wie der Steuerberater das dann am Ende verstanden hat, wir sind der Reseller. Wir stehen in der Verantwortung, wir machen die Buchhaltung, wir schreiben die Rechnungen, wir fassen nach, wir schauen, dass alles korrekt ist. Selbst wenn du verkaufst nach Deutschland, in die Schweiz oder in ein weiteres Drittland oder innerhalb der EU, für dich als Verkäufer ist das super egal. Na, Copecard steht vorne und Copecard schaut, dass alles richtig versteuert ist, dass die Formalitäten stimmen und dass das Geld kommt. Das ist auf jeden Fall das ist richtig geil.
Meine zweite Frage war im Prinzip so ein bisschen so eine kleine, kannst du mir eine Zukunftsaussicht geben? Warum? Eben, du verbringst viel Zeit mit Dirk, mit Raoul, mit anderen großen Brands auch, Geschäftsführern, Marketingentscheidern etc. pp. Was glaubst du, wo entwickelt sich für uns Marketer oder für uns Dienstleister, Service Provider, wo entwickelt sich das alles noch hin? Ja, sind wir schon gerade, also werden wir von Jahr zu Jahr immer wieder einen neuen Peak erreichen? Wird irgendwann vielleicht mal da auch, sag ich mal, so eine Stagnation irgendwann einfach reinkommen, so, weil einfach jeder schon Bescheid weiß und irgendwas gekauft hat? Oder wird das einfach zu was Alltäglichem werden, wo die Leute dann einfach schon wissen, okay, cool, ich brauche Coaching, ich brauche Dienstleistungen, ich brauche Beratung, ich gehe jetzt hier kaufen, ich bilde mich jetzt hier weiter, weil für die meisten normalen Leute ist es ja so, ich brauche Hilfe, okay, dann gucke ich ein YouTube-Video oder kaufe mir ein Buch dazu. Na? So, Ja. und das fängt jetzt gerade so an. Wo geht's dahin? Weil ich auch, ich habe mit vielen Leuten geredet, auch so ein bisschen darüber, dass es fast, dass dieser Coaching-Service-Provider-Markt so eine ähnlich anfängt zu wachsen wie damals dieser Versicherungsmarkt. Weißt du, PKV am Telefon verkaufen, bam, 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 gib ihm. Und dann wurde reguliert, so, weil einfach Faxen gemacht wurden überall. Ne? Und mich interessiert aber, was glaubst du, wo geht das alles hin? Ja. Ich würde das weniger mit Versicherungen vergleichen an der Stelle, sondern mehr mit dem Bildungswesen allgemein, mit der Schule. Also zur Schule gehen ist Normalität. Ja, früher war zur Schule gehen kostenlos, früher war zur Uni gehen kostenlos und heute wird ja das ganze Bildungswesen auch privatisiert. Sprich, in Deutschland ist es noch nicht so weit, aber wenn du mal in die Staaten schaust, ist es auch ganz normal, dass wenn jemand zur Uni geht, erstmal danach 100.000 Euro Schulden hat. Ja, das heißt, die Leute sind da gewohnt, für Bildung zu bezahlen. Und der gesamte das Coaching- und der Trainer-Speaker-Markt ist ja eine Form von der Privatisierung der Bildung. Und in Deutschland ist es erst der Anfang. In Deutschland haben wir jetzt sehr, sehr viele Begriffe. Wenn ich jetzt zur Schule gehe, okay, das ist wunderbar. Aber wenn ich dann was ganz, ganz Spezielles lernen möchte und in einer möglichst kurzen Zeit, ist die Uni nicht der richtige Weg. Oder nicht der einzige richtige Weg. Dass ich gerne zur Uni gehen, aber nebenbei. Wenn ich ein Top-Vertriebler werden möchte, neben der Uni, ja, dann muss ich mir das Wissen einkaufen. Und ich denke, das ist dann keine Blase. Das wird einfach zur Normalität, dass die Leute dann das voll und ganz akzeptieren, auch in Deutschland, dass Bildung kostet. Und den Trend sehen wir ja gerade. So vor 3 Jahren gab es keine High-Ticket-Coachings für 2.000 oder 5.000 Euro in dieser Massenabfertigung wie heute. Wenn du heute in ein Gespräch gehst oder eine Werbeanzeige siehst oder einen Coach, dann weißt du, okay, wenn ich da anrufe, kriege ich irgendwas zwischen 2 und 10.000 Euro. Du erwartest das mittlerweile. Du erwartest das nicht anders und das ist dann einfach mittlerweile die Normalität in unserer Szene. Und das wird dann auch zeitnah Normalität einfach in dem gesamten Land sein, in Deutschland oder in der Dachregion. Am Ende, die Frage ist, werden wir irgendwann alle arbeitslos als Coach, Trainer, Berater? Ich bezweifle das. Weil viele fragen sich auch, wird das irgendwann platzen? Würde dieses ganze System nicht mehr funktionieren? Weshalb glaube ich, dass es nicht platzen wird? Ich sag mal, je mehr Konkurrenz im Markt ist, desto besser ist es für den Endkonsumenten. Wenn jemand ein Monopol hat, dann sagt er am Ende, mir doch egal, entweder kaufst du oder kaufst du nicht. Ich weiß, es ist nicht perfekt, aber du hast keine Wahl. Dann leidet die Qualität des Produktes. Also jedes Mal, wenn jemand eine Monopolstellung hat, ist das Produkt in der Regel nicht gut. Weil die Endkonsumenten, die können gar nicht wählen. Die nehmen das oder nehmen das nicht. Und so war das zu Beginn auch bei den ganzen Coaches. Kannst du jetzt nehmen oder nicht? Und heute, wo es immer mehr Coaches auf dem Markt gibt, auch vor allem viele, die sehr jung sind, muss die Qualität stimmen. Weil die wissen, wenn meine Qualität nicht passt, wird sich für jemand anderes entschieden. Das heißt, je stärker der Markt besetzt ist, desto besser wird die Qualität und desto besser ist es für den Endkonsumenten selber. Das ist das Erste. Je mehr Konkurrenz vorhanden ist, desto besser sind die Produkte, weil der Kampf dann um die Kunden gegeben ist und am Ende gewinnt das Produkt mit der besseren Qualität. Selbst wenn du das beste Marketing machst, das sind in der Regel die Leute, die zu Beginn gewinnen. Zu Beginn gewinnt derjenige, der am lautesten schreit. Das Produkt ist zweitrangig. Aber wenn jemand ganz, ganz laut schreit, dann bekommt er die meisten Kunden. Mit dem Punkt aber, wenn er kein gutes Produkt hat, kaufen die bei ihm nicht mehr. Ja? Und wenn du ein gutes Produkt hast, kaufen bei dir die Leute immer wieder. Das ist quasi eins. Ne? Stark besetzter Markt, gleich gute Qualität in den Produkten. Und wenn der Markt ebenfalls stark besetzt ist, erkennst du ziemlich schnell die ganzen Scharlatane. Das spricht sich schnell rum.
Also jemand, der dann kompletten Scam betreibt, der wird ziemlich schnell identifiziert. Und demnach denke ich, sind das gerade auch sehr, sehr viele Vorteile, vor allem für den Endkonsumenten, für uns Marketer. Da wird es immer härter, jeder weiß das. Früher konntest du bei Facebook da Leads einkaufen für ein paar Cent. Heute sind das 10, 20 bis 200 Euro. Das ist für uns alles ein bisschen schwieriger geworden, aber das ist die Normalität. Das ist Angebot und Nachfrage. Und das andere Tolle im Coaching-Bereich ist, an der Stelle, falls auch jemand zuhört, der bereits Coach ist oder Coach, Trainer, Berater werden möchte, du musst selber ganz verstehen, was du dann machst, selber, oder was du vorhast und was deine Karriere am Ende des Tages ist. Als Coach, Trainer, Berater kaufst du proaktiv Probleme anderer ein. Also dein Hauptziel ist es dann, die Probleme zu lösen von deinem Gegenüber. Am Ende, ja, es ist nichts anderes, er hat ein Problem und sagst, hey, ich möchte das Problem kaufen. So, aus der Sicht hat man dann ein ganz anderes Bild auf einem Coach. Das heißt, du musst super tolle gutes Problemverständnis haben und vor allem auch lösungsorientiert sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und der Punkt, warum wir dann nicht aussterben werden, ist, das Lösen von Problemen erfordert Kreativität. Und selbst wenn man diese ganze Maschinerie anschaut und die ganze Robotik und AI, die sich gerade weiterentwickelt, Steuerberater brauchen keine Kreativität, die werden ziemlich schnell ersetzt sein. Busfahrer brauchen keine Kreativität, die werden schnell ersetzt sein, weil die lösen kein Problem. Also er fährt einfach von A nach B. Der ist kein Problem. Er hat eine klare Aufgabe und hat die einfach zu erfüllen. Und alle Berufe, die eine ganz klare Aufgabe haben, die werden dann ziemlich zeitnah dann aussterben. Definitiv. Als ein Coach, Trainer, Berater, bei dem ist Kreativität erfordert. Und ich denke, Kreativität wird auch auf jeden Fall das Letzte sein, was eine Maschine irgendwann ersetzen wird. Und demnach denke ich, dass es ein sehr, sehr, sehr zukünftiger Markt ist. Ja, definitiv, Mann. Hast ja auf jeden Fall, also jetzt gegen Ende auch richtig harte Nuggets nochmal gedroppt. Probleme einzukaufen, das ist es halt wirklich, weil ich hab ja mit Network Marketing angefangen, habe da über 3.000 bis 4.000 Leute aufgebaut gehabt. Jetzt als, sage ich mal, Coach, Berater, Dienstleister, also von B2B-Geschäft bis klassisches B2C-Geschäft und so weiter und so fort, hast du halt wirklich, so blöd wie es klingt, nur Probleme vor dir sitzen. Menschen mit einem Schild auf der Stirn, das ist mein Problem. So. Und die kommen alle mit der Erwartung zu dir, dass du wirklich die magische Pille hast, die halt einmal droppst und danach ist es gelöst. So, und ne, damit halt umgehen zu können, da auch das auch lösen zu können oder diese Transformation hinzubekommen, dass die Leute auch nachher wirklich glücklich sind und entweder selber ihr Problem lösen können, weil du irgendwas an der Geisteshaltung, an der Denkweise verändert hast oder es mit ihnen aktiv gelöst hast. Das ist sehr nervenaufreibend, ja. Es kostet viel Kraft, es kostet viel Zeit, es kostet viel Energie. Und dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall, muss man sich das gut überlegen, ob man das wirklich möchte. Ja, weil ich das auch immer wieder, also für mich ist das mittlerweile super easy. Also war auch davor schon einfacher, ne? Weil du irgendwann hast du schon mal alles gesehen, gehört, so ein bisschen. Es unterscheidet sich nur von Namen und Gesichtern und vielleicht irgendwie ein bisschen von der Story ganz leicht, aber sonst ist es fast immer das Gleiche. Aber wenn ich auf neue Leute treffe, die, sage ich mal, mit Beratung anfangen oder Dienstleistung, allein nur wenn du Fotograf bist und Fotos für jemanden machen willst oder sonst was, ne? Was ich da dann manchmal höre von den Leuten, was sie von ihren Kunden als Feedback kriegen oder wie die Kunden mit ihnen kommunizieren und dass sie gar nicht darauf klarkommen einfach, denke ich mir, okay, das ist halt, da merkst du dann wieder, warum dieser Beruf auch so high paid ist, also warum du damit auch so viel Geld verdienen darfst. Du darfst einfach damit so viel Geld verdienen. Das hat auch einer meiner Coaches hat das zu mir gesagt. Der hat zu mir gesagt, weißt du, wenn jemand dich fragt, Nick, warum nimmst du, keine Ahnung, 3.000 Euro, warum nimmst du 5.000 Euro? Na, damit ich auch genug Zeit habe, die Energie aufwenden zu können, um dein Problem vernünftig zu lösen. Weil stell dir vor, du würdest mir nur 100 Euro geben. Also wie viel Zeit hätte ich dann, um dein Problem vernünftig zu lösen oder um ein Produkt in einer hohen Qualität entwickeln zu können, was dir auch noch Spaß macht, es dir anzugucken. Weil wenn du mir 100 Euro gibst, dann muss ich nebenbei noch bei Rewe an die Kasse und dann muss ich noch im Kino Tickets abreißen und abends nehme ich dann mit meinem alten Windows 7 PC irgendwie dann noch kurz Videos für dich auf, in denen ich dir in 480p Qualität versuche zu erklären, wie du dein Problem löst. Willst du das oder gib mir lieber 3.000, dann muss ich nicht zu Rewe an die Kasse, so dann kann ich dir was Geileres liefern, ja? So, ungefähr. Ja, Machen wir es abschließend. am Ende so in der Kombination, ich würde das gar nicht so an den zeitlichen Faktor koppeln. Am Ende ist es halt,
Den Preis, den du abrufen kannst, ist einfach mit der Schwierigkeit des Problems, das du lösen kannst. Und vor allem dann, wenn du die Schwierigkeit des Problems direkt an ein Investment koppeln kannst. Oder angenommen, wir treffen zueinander, ich habe irgendwie ein Problem. Ich habe gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, weil es überhaupt nicht meine Sphäre. Du sagst, jo, Serge, mach 10.000. Ich sitze, ich sage, okay, wenn das morgen erledigt ist, gebe ich ihm gerne 10.000 und ich weiß, nächste Woche mache ich damit 100.000. Also mir würde es dann in dem Fall super egal sein, was das kostet und wie lange es dauert. Ne? Oh, das ist nochmal so ein anderer Blickwinkel drauf. Da gibt es so eine ziemlich lustige Story. Gibt so eine Zahnarzt-Story. Jemand ist beim Zahnarzt. Der Zahnarzt zieht einmal richtig doll an dem Zahn. Der Klient schreit einmal, Ende, und dann sagt der Zahnarzt 1.000 Euro bitte. Und dann sagt der Klient, weshalb soll ich jetzt 1.000 Euro geben? Es hat nur eine Minute gedauert. Nicht mal eine Minute. Dann sagt der Zahnarzt, ich hätte den Zahn auch 10 Minuten ziehen können. Hättest so. du 10 Minuten den Schmerz, dann hat immer. Und deswegen, also, welchen Schmerzpunkt löst du und mit welchem Investment dahinter kann derjenige rechnen, der dir quasi jetzt das Vertrauen gibt für deine Dienstleistung? Und manchmal kann man wirklich sehr, sehr viel Geld in ganz, ganz kurzer Zeit verdienen. Ja, definitiv. Also ihr habt ja auch jetzt ein neues Produkt bei Copecard rausgebracht. Ich frage jetzt hier aus Eigeninteresse, der Copecard Scaling Service tatsächlich, ne? 1000 Euro im Monat, Mensch. Wahnsinn, was ihr da abruft. Nein, Spaß beiseite. Wie ist die Idee zum Copecard Scaling Service entstanden? Also ich kann es mir natürlich vorstellen, aber vielleicht kannst du es ja nochmal erklären, erzählen. Und jetzt für mich als Vendor, der Ja. eben bei euch auch sechsstellig im Monat abwickelt. Welche Vorteile habe ich tatsächlich daraus? Nachher, was bringt es mir, euch jetzt nochmal 1000 Euro extra zu geben? Was macht ihr dann? Ja, am Ende, was ich ganz easy festgestellt habe, manchmal für ein, zwei Gespräche mit einem Vendor oder jemand bei uns aus dem Expertenteam und der Vendor macht dann im nächsten Monat 10.000 Euro mehr oder 20.000 Euro mehr. Wir haben auch Vendoren, die klemmten die ganze Zeit bei 50.000 Euro. Was haben die in ein, zwei, drei Calls und seitdem machen die konsequent 100.000 Euro. Und für mich, die Sachen, die wir dann da in diesen Telefonaten besprochen haben, sind so: Du kannst mich um 3 Uhr nachts wecken und sagst, ich habe das Problem, sag ich, mach mal bitte dies. So, weißt du? Ich würde das eventuell am nächsten Tag gar nicht mehr merken, weil ich noch im Tiefschlaf war, so gefühlt. Und für den Vendor ist das halt wiederum ein extremst krasser Vorteil, weil er diese Perspektive auf das Problem niemals hatte. Und bei uns ist es so: Wir haben ja sehr viele Vendoren, sehr viele Verkäufer, sehr viele Unternehmen in unserem Kreis und damit auch das Vergnügen, sehr, sehr viele Lösungen kennenzulernen, sehr, sehr viele Probleme kennenzulernen, sehr, sehr viele Use Cases einsehen zu können. Und gleichzeitig mit der Kopplung an Copecard, wir sehen ja auf Transaktionsebene, wer blufft. Also wir sehen ja ganz genau, wie funktioniert das Brand und wie ist seine Präsenz. Und wenn seine Präsenz hervorragend ist und auch wirklich quasi im Sinne der Finanzen gut funktioniert, ist das ein sehr interessanter Case. Und mit diesen Vendoren gehen wir dann immer mehr und mehr in die Tiefe. Und demnach quasi so ein Service für ein Taui im Monat, wo du dann einfach deinen Umsatz danach verdoppeln kannst langfristig, ist am Ende halt gar nicht im Verhältnis. Also Und bei ist uns es ist halt, reines. Sorry. wie du gerade meintest, sind ja bei uns Vendoren und wir haben einfach größtes Interesse, unsere Vendoren voranzubringen. Es ist ja kein Geheimnis. Ja. Je erfolgreicher unsere Vendoren sind, desto erfolgreicher ist Copecard. Und genau mit dieser Idee kam dann der Scaling Service, um zu schauen, wie können wir unsere Vendoren noch stärker unterstützen. Warum nicht for free? Ja, die Frage kam auch häufig. Wenn du was for free bekommst, nimmst du es nicht an. Es kann die beste Information sein, es kann der geilste Tipp sein, denkst du, ja, war ja for free, setze ich später um. Und du kriegst die gleiche Idee, von der hast du dann einen Taui bezahlt oder 5.000 Euro. Und dann gehst du nach Hause und du setzt diese Idee um. Und denkst, du bist ja quasi gezwungen, du hast dann ein Commitment gegeben. Und dann gibt es 5.000 Euro und wenn der sagt, jetzt mach dies und du machst das nicht, das wäre ja einfach blöd. Damit können wir uns das selber nicht rechtfertigen. Und deswegen empfehle ich auch, niemandem seine Leistung for free anzubieten, weil das ist einfach dann rausgeschmissene Zeit. Egal wie gut die Leistung ist, derjenige wird sie nicht für, ja, sag ich mal, gut empfinden, weil die war ja kostenlos. Und was nichts kostet, ist nicht gut. Ist einfach so ganz, ganz tief bei uns verankert. Ne? Alles, was keinen Aufwand irgendwie hat, das ist nicht interessant. So wie auch im Dating. Ne? Wenn du da irgendwie eine Dame kennenlernen willst und das ist ein bisschen schwierig, dann wird es ja einfach interessanter. Und wenn du jemanden einfach ansprichst und irgendwie ergibt sich alles so vor, denkst du auch, irgendwas passt da nicht. Ne? Irgendwie ist es nicht interessant. Ja, Und so ist bin auch ich mit ganz dem. bei dir. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Was mich jetzt kurz interessiert, ist der Scaling-Service rein nur
hey, wir machen Zoom-Calls und besprechen, also im Prinzip Mentoring, oder werden auch bei Copecard irgendwelche Feature freigeschalten für einen, die sonst eigentlich nicht öffentlich zugänglich sind? Derzeit ist es ein Coaching, genau. Wir setzen uns Okay. gemeinsam hin, schauen die Zahlen an von dem jeweiligen Unternehmen und sagen so, was ist jetzt gerade der Bottleneck? Weil viele, und das ist das ganz Lustige, die wissen gar nicht, was ist deren Problem. Ja, du fragst sie, was ist gerade die Herausforderung, sagt er, keine Ahnung, wächst nicht mehr. Also wirklich. Ja. Du fragst im Detail, ja, was glaubst du, wo kann denn das liegen? Sagt er, ich verstehe das nicht, sagt er. Ich mache irgendwas, das funktioniert. Ich mache jetzt auch nochmal mehr Werbebudget in unsere Kampagnen rein, aber das wächst nicht mehr. Und da muss man genau nachschauen, warum wächst das Unternehmen nicht. Und schon hier scheitern ganz, ganz viele Vendoren, weil die einfach nicht verstehen, was ist jetzt der nächste richtige Hebel fürs Wachstum. Und wir setzen uns gemeinsam dann in den Call und besprechen die KPIs. Geil. Das ist cool, Mann. Sehr geil. Okay, danke dir dafür auf jeden Fall. Eine ganze Menge Insights. Ich habe natürlich immer noch viele Fragen, aber ich glaube, das war so eine ganz coole Zeit, auch ein guter Einstieg, gute Abrundung hier am Ende. Hast du noch irgendeine besondere Message jetzt an die Leute, die zuhören beispielsweise? Möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ja, zum Abschluss, wie wir schon mal kurz darüber gesprochen haben, ja, lasst euch niemals aufhalten. Also wenn ihr eine Idee habt, führt die Idee aus, egal ob eure Freunde, Familie, ob euer Bruder dagegen ist, ja, zieht's einfach durch. Weil am Ende des Tages, ja, lasst euch nicht von der Realität Dritter quasi dahin leiten, dass ihr das nicht könnt. Und das meine ich völlig ernst. Sehr geil, Mann. Also, wenn ihr die Chance habt, den guten Sergej irgendwann mal kennenzulernen, ob es durch den Scaling-Service von Copecard ist oder mal auf einem Event oder sonst wo, dann nimmt es definitiv wahr. Je nachdem, wann das Video online kommt, ich gebe mir Mühe, dann könnt ihr euch sogar noch den Next Generation Summit bzw. Next Generation Event angucken, das jetzt am Sonntag stattfindet. Also, es lohnt sich auch dort in den Newsletter einzutragen, denn Copecard veranstaltet eigentlich jeden Monat ganz geile Online-Events, ja, zumindest die letzten 3 Monate gab es jetzt immer wieder ein Event, jetzt gibt es wieder das nächste mit echt geilen Leuten, wo viel geteilt wird. Und falls ihr noch keinen Copecard-Account habt, dann solltet ihr das auch unbedingt nachholen. Es ist wirklich, wirklich geil. Es macht einfach nur Spaß. Man muss es selber mal erleben. Ist ein Erlebnis, vor allem wenn man andere Zahlungsdienstleister genutzt hat, egal was es war, ob Stripe, PayPal war, Digistore oder sonst was. Wenn man das mal genutzt hat, so, dann merkst du den Unterschied vom Feeling her. Richtig geil. Cool. Ich danke dir sehr, Gabe. Und an der Stelle tschüss an alle. Viel Spaß euch beim Umsetzen und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Danke dir.